Hallo zusammen, liebe Autofreunde. In diesem Video möchte ich euch gerne das Minox MD50W vorstellen. Das ist ein Fernrohr oder Spektiv auch genannt. Hier mit Schrägeinblick. Gibt es auch mit Geradeinblick. Wer das lieber mag, also da hat man noch die Wahl oder die Qual der Wahl. Ich finde das sehr spannend, denn es ist vom Packmaß her klein. Also das passt auch gut in eine doch größere Jackentasche oder in einen kleinen Rucksack hinein. Und da ist man schneller unterwegs damit und kann damit Tiere beobachten zum Beispiel. Und ich finde das so richtig cool für unterwegs, wenn man schnell etwas beobachten möchte. Die Maße dazu ist, gleich noch zu sagen, es hat eine Länge von 23,5 cm, eine Dicke von 6,3 und eine Höhe von hier bei diesen 13,5 cm, bei dieser Schrägeinblickversion. Es hat eine Vergrößerung von 16 bis 30-fach Zoom okular. Das ist fix verbaut hier unter diesem Schutzdeckel, den ich wirklich sehr gelungen finde, muss ich sagen. Und hier eine Drehaugenmuschel, die sehr angenehm ist. Sie dreht schnell und leicht und ist jedoch nicht stufenarretierbar, so wie man es vielleicht von Fehlstechern sonst kennt, die dann stufenweise einrasten ein bisschen. Das hat es nicht, aber es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Da gibt es auch verschiedene andere Produkte, bei denen das weniger gelungen ist. Hier vorne am 50 mm Objektiv ist auch eine Schutzkappe drauf, die hier mittels Gummiring geschützt, also vom Verlust geschützt ist. Natürlich kann man da, wenn man da blöd rankommt, ist das auch weg, das Ding, aber man kann es schon mal so in Bereitschaft halten und auch in der Zeit wieder abdecken. Finde ich absolut gelungen. Das ganze Ding ist wasserdicht, ist also stickstoffgefüllt und beschlagsfest. Die Funktionstemperatur wird noch angezeigt von minus 14 Grad bis plus 40 Grad Celsius, wenn das weiterhilft. Und es hat einen drehbaren Stativfuß hier, also so eine Manschette. Da kann man auf der anderen Seite, könnte ich ja eigentlich noch zeigen, hier an der Schraube lösen und dann kann man das drehen, machen wie man will. Es gibt Leute, die haben das sehr gern, wenn sie es beispielsweise hinter einem Baum hervorziehen möchten, um dort etwas zu beobachten oder wie auch immer. Hier nochmal die Drehaugenmuscheln. So. Wie gesagt, ein sehr interessantes Maß. 690 Gramm Gewicht, also sehr gut für unterwegs. Man braucht hier auch ein Wahnsinns Stativ dazu. Das reicht ein Reisestativ. Hier habe ich so ein kleines Tischstativ. Ja. Egal. Das dazu. Es ist ein bisschen gummiert. Und das ist sehr, sehr angenehm. Es wirkt auf mich wirklich sehr edel, das Ganze. Hat aber zwei Probleme. Und die möchte ich euch wirklich nicht vorenthalten, wenn ihr daran interessiert seid, an diesem Spektiv. Hier ist das Drehrad, um es scharf zu stellen. Und ich kriege so manches Gurkenglas auf, ihr könnt es mir glauben. Das geht noch so. Ja, das ist immer ein Problem, wenn das zu leicht dreht. So kann man es wirklich präzise einstellen, aber es ist schon eher streng. Ja. Das Problem, was ich mit dem Ding habe, und das ist wirklich ein Problem und deshalb werde ich es auch nicht, kann ich es so nicht empfehlen, leider. Hier dieses Zoomrad. Und jetzt mache ich hier nicht irgendwie eine Schauspielerei oder sowas, ihr könnt es mir glauben. So, mit wirklich Kraftaufwand ist das Zoomen absolut kein Vergnügen. Ja, ich muss die zweite Hand annehmen. Das macht keinen Spaß. Und vielleicht guckt das hier jemand, der mit dieser Firma zu tun hat oder irgendwas,
Das darf nicht passieren. Es ist ein Spitzenprodukt an sich. Ich finde es wirklich hammermäßig. Auch das Glas ist völlig toll. So angenehm mit Realmuscheln und alles zusammen, aber dann sowas. Natürlich ist das hier ein Fernrohr, das im Preis von 200 Euro sich bewegt. Dennoch muss man sagen, viele teure Marken bringen sowas hier gar nicht raus. Also man hätte hier durchaus die Chance bei Minox gehabt, sage ich jetzt so, ganz tolles Produkt rauszubringen, das wirklich, wirklich brillant ist. Und genau an dem Ding hier scheitert es. Und ihr könnt es mir glauben, das ist nicht das erste, das ich in den Händen halte. Und es ist auch nicht so, dass ich das jetzt nur so mal fürs Video ausprobiert habe, sondern ich habe das echt ein paar Mal probiert. Ich bin da wirklich eine gewisse Zeit dran gewesen an dem Ding. Und es ist so schade, dass das hier so verfehlt wurde. Ja, das ist einfach wirklich sehr bedenklich und das kann man auch echt einen Spaß an den Ding nehmen. So toll wie es ist und wie gesagt, das Design finde ich absolut top. Es sieht richtig cool aus, wie ich finde. Leider gibt es keine Bereitschaftstasche dazu, aber, und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten, es gibt hier so ein Neopren-Schutz-Etui. Und da kann man das reinpacken mit Trageschlaufe hier ein bisschen und Reißverschluss. Da kann man es reinpacken gut. Für unterwegs ist es dann gut geschützt. Leider eben, wie gesagt, keine Bereitschaftstasche. Ich möchte hier nichts unter den Tisch kehren. Noch einmal. Es ist wirklich ein ganz tolles, kleines Fernrohr. Und ich hatte mich sehr darüber gefreut, als ich es in den Händen hielt, alles zusammen. Also es fühlt sich auch richtig toll an. Es ist wirklich absolut cool. Und bei der Vergrößerung kann man es auch sogar noch ohne Stativ verwenden. So 16-fach. Geht noch von der Verpackung her, man kann das vielleicht auch irgendwo hinlegen. Und das ist natürlich auch für Sportschützen sehr interessant, das Ding. Aber eben, sowas geht nicht, ja. Ich habe auch im Internet recherchiert und da wird das Problem auch häufig beschrieben. Das ist sehr schade. Wem das ein bisschen zu viel ist am Problem und trotzdem etwas derartiges haben möchte, weil ich kann es wirklich empfehlen, ich habe sowas im Auto, nicht mehr das hier, nein, weil ich gehe häufig so nach Feierabend noch ein bisschen Vögel bestaunen irgendwo, im Naturschutzgebiet, dem kann ich sowas hier empfehlen, und zwar von Kowa, ich mache bestimmt ein Video dazu, hat ein bisschen einen anderen Zoom-Bereich, und zwar von 20 bis 40-fach, und daher natürlich eingeschränkter, was das Sehfeld angeht, im Gegensatz zum Minox. Hier übrigens mit einer Sonnenschutztasche. Ja, wie gesagt, da mache ich noch ein Video drüber und eben, was ich einfach zeigen wollte hier, Scharfstellrad, nicht zu viel Spiel, absolut in Ordnung. Zoomen geht tipptopp. Wie gesagt, wer lieber was anderes hat, ansonsten für mich optisch, mir gefällt das hier deutlich besser. Auch mit diesem großen Scharfstellrad finde ich wirklich cool. Ja, das war's von meiner Seite her. Einfach ein tolles Produkt an sich. Der letzte Schliff fehlt für mich dabei, ganz klar, um es hier wirklich empfehlen zu können. Vielleicht könnt ihr das mal irgendwo anschauen, falls ihr irgendwie ein anderes von denen habt und sagt, ja, was hat der für ein Problem oder wie kann ich es beheben? Bitte schreibt es mir in die Kommentare, es wäre sehr interessant. Ansonsten so leider kann ich es nicht wahnsinnig empfehlen, aber wer einen Eindruck haben wollte, dem konnte ich das heute hier hoffentlich zeigen. Vielen Dank fürs Reinschauen, passt gut auf euch auf und habt viel Spaß draußen. Dankeschön.